Willkommen zurück zu einer weiteren Runde TerraTech, wo unsere Basis gedieht und gedeiht. Und jetzt werden wir mal mit unserem Panzerchen hier alles Rumsebumse hier jetzt mal die nächste Quest anfangen. Finde das verdächtige Paket. Na, dann wollen wir doch mal. Das ist ja hier gleich um eine Ecke. Ballern wir uns den Weg sogar frei. Mal sehen, was drin ist. Na, kommt gleich wieder jemand? Was ist das für ein Geräusch? Ja, ja, okay. Und gleich zwei Stück. Drei Stück. Habe ich es mir doch gedacht. Oh oh. Ich hänge hier ein bisschen fest. Och nee, und weil hinter mir noch einer steht, wird der erst angegriffen. Ja, jetzt machen wir hier noch ein Gewitter von unserem Ganzen hier. Probieren wir erstmal den da zu holen. Na komm schon. Jawohl, okay, der Kleine ist jetzt weg. Das war natürlich vorauszusehen. Wir haben jetzt aber nicht allzu viel Schaden genommen. Ich habe hier oben halt auch keinen richtigen Schutz. Und ich glaube, das wird langsam doch ein Problem. Das heißt, ich werde jetzt hier risikohalber. Auch wenn es jetzt mehr Schilde kostet. Mehr Strom kostet. Das so nochmal ansetzen. Weil wir sind ja doch oben ein bisschen größer. Und dann wollen wir uns doch mal schauen, ob wir uns den doch nicht stellen können. So nach und nach. Jetzt ist er aufmerksam. Und jetzt lasern wir den mal. Okay. Ich danke ihm für die ganzen Blöcke. Die tragen wir jetzt erstmal home. Ah, klebt ein bisschen am Magneten. Sag mal, du spinnst doch wohl, du kleiner Mazda. Oh nein. Der hat die Basis angegriffen. Die Nase, die. Oh Mann. So, jetzt hier erstmal. Okay, wird dann die nächste Zeit für den nächsten Verteidigungsturm. Na, sagst du noch, ja? Und halt alles ein bisschen fest hier oben. Das will sich auch nicht lösen. Jetzt. So. Dann fahren wir jetzt nochmal kurz mit dem Panzer hier begutachten, was zerstört worden ist. Das Ding wurde abgeschossen. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. So. Wieder eintrichtern. Okay. Weil die Dinger müssen ja weiter für uns pumpen. Und Geld haben wir ja eigentlich wirklich genug. Nee, das wollte ich nicht.
Wollen noch mal schnell. Oh, da sind neue Teile drin. Oh, neue Räder. Ja, die werden mal instant gekauft. Kein Wenn und Aber, das machen wir auch gleich noch. Dafür brauchen wir Level 3, okay. Was haben wir hier? Ein Radar, wir haben hier wieder Batterien. Okay, oh, wir haben noch eine Förderungsraffinerie. Das Ding ist auch nicht so schlecht, das nehmen wir uns auch gleich mit. Wenn Klasse 2 erforderlich. Hauptsache, wir können die Nase nochmal nehmen. Aber schade, kein Block davon. Damit wir uns so einen Rennflitzer mal bauen könnten. So einen richtig schnellen, flitzigen. Ja, sonst sehe ich da jetzt auch nichts wirklich. Ah. Ich wollte eigentlich jetzt, ja genau, die Blöcke abliefern. Jetzt ist natürlich auch noch Nacht und unsere Energie geht jetzt auch noch zur Neige. Ist natürlich nicht ganz so toll. So, geben wir jetzt erstmal die Ressourcen hier ab. Damit der Brennmotor auch mal wieder was zu tun hat. Aber eigentlich hat er genug zu tun. Und dann hängen wir uns jetzt hier einfach wieder drauf. So. Und dann schaue ich doch mal. Ich würde ja schon gerne diese Räder ausprobieren, aber ich glaube, mit zwei kommt man da nicht wirklich weit. Wir können ja schon mal ausprobieren. So, einmal wechseln. Und dann nehmen wir mal so einen leichten hier. Dann bekommst du mal so eine kleine Nase hier vorne. So. Sieht auf jeden Fall schon mal schnittig aus. Und hier die Reifen. Ui. Au. Die Nase macht sich ja instant kaputt. Aber es sieht cool aus, auf jeden Fall. Ist aber wirklich so ein kleiner, super süßer. So, dann kriegst du hier nochmal so einen kleinen Laser. Können wir den ja mal ausprobieren. Ja, puh, 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 puh. Okay. Und hier mal das Radar. Ja, sieht süß aus. Aber ist verdammt fix. Mit den Reifen. Alter, das nenne ich doch mal ein Flitzi. Okay, ich mache den Flitzi zwar momentan mehr kaputt als alles andere, aber es ist ein Flitzi. Macht auf jeden Fall schon mal Laune. Also ein Heck hätte ich auch gerne dran gesetzt. Also ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt normale Geso-Blöcke benutze, bleiben wir so schnell? Oh ja. Oh ja. Und das eigentlich nur mit drei Reifen. Oh ja, das ist cool. So, was hatten wir noch im Inventar? Was hatten wir noch von denen gekriegt? Wir hatten so einen Heck-Spoiler. Miau. Oh. Hinten, der kriegt natürlich jetzt ein bisschen Schaden durch die Geschwindigkeit. Aber dann nicht, weil er wild. Könnte man ja dann hier noch so ein... Eine Reparaturblase. Weil Schild brauchen wir ja nicht. Cool, machen wir den nochmal weg. Mal hier den Schild hin. So. Zack. Springen wir so ein bisschen hoch. Da fällt mir... Ja, das könnte vielleicht noch cooler kommen.
Uiuiuiui. Haben wir uns gleich überschlagen? Geht das auch so? Nee, nicht ohne, dass wir die Nase kaputt machen. Wir sind einfach nicht lang genug, noch nicht. Ich bräuchte dann vorne doch nochmal ein bisschen. Was war das jetzt hier eigentlich? Ah, das ist so ein Schräger. Das hier ist eine Abrundung. Okay, aber hat keine Seitenblöcke. Das heißt, hier hinten den nochmal weg. Dann brauche ich... Also wir müssen auf jeden Fall länger werden. Aber dann brauchen wir jetzt nur noch... Wo haben wir's? Wo haben wir's? Ja, hier, da, die Batterie. So. Ja, ich weiß, du hast momentan noch keinen Saft. Jetzt müssten wir mal gucken. Hatten wir noch so eine Verankerung? Ja. Die müsste ja weiter vorne hin. So. Dann einmal hochheben. Die weiter nach vorne setzen. Kann ich mich jetzt immer noch verankern? Nee. Die Reifen sind hinten zu hoch. Machen wir mal... So. Setzen euch... Uiuiui. Noch ein Stück weiter runter. Könnten wir uns jetzt verankern. Jetzt könnten wir uns verankern. Und wir sehen mega cool aus. Also mir gefällt das Design. Kann ich das Ding sogar hier hinten hinsetzen. Hier nochmal einen normalen Block ran. Kriegen wir die Nase jetzt noch ran? Alter, haben wir Speed. Ich muss aufpassen, dass ich mir jetzt das Ding nicht kaputt schredder. Oh, mit noch einem Block werden wir noch schneller. Das wird ja immer schneller hier. So, machen wir den nochmal wieder rein. Mache ich den da hin. Machen wir hier den kleinen Heckspoiler dran. Das sieht so cool aus. Sieht aus wie so ein kleiner, richtig flinker Flitzer. Hast du schon eine neue Mission? Scanne mir die Feinde. Schade. Nicht so wirklich. Wir könnten ja noch... Wir haben auch sicherlich noch einen kleinen Magneten, oder? Wenigstens so einen kleinen Magneten hier mit dran. Oder eher an die Seite? Nee, an die Seite wäre blöd. An die Seite wäre blöd. So, dann saugt euch mal wieder ein. Das sieht wirklich äußerst komisch aus. Oh, hier sind noch mehr Reifen. Habe ich gar nicht gesehen. Oder gab es jetzt schon wieder neue Blöcke? Es gab schon wieder neue Blöcke und da ist genau das, was wir alles brauchen. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich irgendwas anderes gekauft. Nicht so wild. Denn das noch. Das noch. Jetzt werden wir hier wieder in Kaufrausch. Ja, hier sind wieder diese komischen Dino-Blöcke. Aber der normale Block ist nicht da. Ich hätte das Ding ja gerne komplett aus den Blöcken gebaut. Den nehmen wir auch mit. Machen wir erstmal Einkaufstour zu Ende. Die nehmen wir auch mit. Okay. Dann setzen wir den hier nochmal da mit dran. Oh, das kriege ich doch alles gar nicht hier an den... richtig ran. Oh, 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 oh. Also Umkippgefahr ist schon mal gegeben. Na. Also ich glaube mit Blöcken ist das nicht so geil. Setzen wir die einfach mal kurz damit dran. Dann dürfte es ja auch passen. Wenn wir es so regeln. So, das brauche ich gleich noch. Aber das muss ich ja auch irgendwie ausfahren können.
Ja, das Ding kann noch schießen, denn. Das ist gut. Das war natürlich ein fataler Baufehler, den ich gemacht habe. Den wollte ich haben. Und den dazwischen. So. Jetzt sind wir aber vorne halt wirklich ein bisschen... Ein bisschen zu spitz. Ich bräuchte vorne irgendetwas, was es besser abrundet. Am besten natürlich einen Reifen. Aber ich glaube nicht, dass der gut genug wäre. Oder? Kann das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter verschieben nach vorne. So. Ja, aber hallo. Oh, haben wir einen Speed drauf. Okay, das macht Laune. Hui! Ja, kriegen tut ihr mich eh nicht. Ich bin viel schneller als ihr. So, kann man hier nochmal so einen Kurs starten hier? Ja, nice. Ja, probieren wir es nochmal aus hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt gut Speed drauf. Ja, bist du uns Christ oder sind wir schon zweimal an dir vorbei? Oh, das war nicht so gut, den jetzt direkt zur Basis zu locken. Ja, stationäre Blöcke. Okay, nichts passiert. Jetzt haben wir zwar unsere Bestzeit verbessert. Mit dem Kleinen. Aber nicht wirklich was bekommen. Schade. Wir können ja jetzt den Kurs nochmal probieren. Oh, da ist gleich einer gelandet. Abballa. Ab und zu kriegen die kleinen Reifen aber auch Schaden. Also, gut, dass wir eine Reparierblase mit bei haben. Aber jetzt, diese Rennen machen wir jetzt definitiv damit. Das Ding ist einfach nur schnittig klein und süß. Alter, kriegen wir eine richtige Bestzeit hin. Ja, Hammer. Das Tor ist jetzt... Ach nee, das ist nicht verschwunden. Ich wollte gerade sagen, das Tor ist jetzt sogar verschwunden. Aber ist es nicht. Ja, nice. Kleiner Hot Road Flitzer hier. Zumal mit den dicken Reifen hinten. Das sieht richtig kurios aus. Aber es hat was. Auf jeden Fall. So. Können wir uns jetzt auch hier an der Basis mal verankern. Also ich sag mal so, für Scout-Aufgaben ist der Bombe. Wir könnten jetzt sogar noch so einen kleinen Bohrer dran setzen vorne. Da können wir wenigstens sogar noch so tun, als wenn wir irgendwo durchgehen können. Und mit dem Ersatzreifen, ja, das kommt gar nicht mal so schlecht. Finde ich. Also es passt. Noch mehr Reifen ran, das wäre aber auch schon wieder too much, finde ich. Okay, das heißt, wir können dich jetzt hier einmal verankern. Dann lädst du jetzt Energie und deine kleine Batterie auf. Zum Reparieren. Muss nichts repariert werden? Ui. Ich dachte, die Dinger haben jetzt eigentlich ordentlich Schaden bekommen, aber scheinbar nicht so. Ja, ist doch cool. Haben wir so einen kleinen Flitzer, mit dem wir auf jeden Fall immer überall hinkommen. Aber bevor ich jetzt die Batterie lade, wir könnten noch, weil wir ja das Problem haben, da oben ist ja einer unserer Verteidigungstürme und dort hinten. Ich habe ja meistens das Problem, dass hier jetzt irgendwas landet. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier das nächste KI-Modul hin. Ich hoffe, ich habe noch genug von allem.
Wo haben wir ihn denn? KI, KI, KI? Wo bist du? Da bist du. So. Und dann einmal auf Leerlauf stellen. Und jetzt bekommst du natürlich halt auch wieder ein paar Blöckchen. Machen wir das am besten. Dann machen wir erstmal die zwei Batterien. Jetzt habe ich aber gar keinen Solargenerator mehr. Ha. Den habe ich ja jetzt hier für den Kleinen verwendet. War noch immer 4 hoch, ne? Ich denke mal schon. Und davon haben wir jetzt auch nicht genug. Wir haben aber ganz viele von den ganz kleinen. Können wir auch verwenden. Ist ja jetzt nicht so wild. Und ich habe ein zu viel versetzt. So. Aber ich bin mal gespannt, ob der Kleine dann wenigstens die Blöcke so wieder reinkriegen kann. Oder eher nicht so. So, und Schild... Achso, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war noch was. Hier müssen ja noch Schilde und Reparatur rein. Ist auf jeden Fall ein Muss. Und dann jetzt quasi eigentlich nur noch erstmal die Dinger. Jo. Und die Dinger oben drauf und an die Seite dran. Machen wir jetzt hier mal ein bisschen mehr Stimmung mit. So, hier können wir dann wieder Laser verwenden. Das Ding soll ja quasi vernichten. Und dann fehlen uns jetzt eigentlich nur noch die Blöcke rechts und links hier. Da können wir hier auch noch mal ein paar Kanonen mehr dran setzen. So und so. Und jetzt fehlt hier eigentlich nur noch das Schild, also der Generator oben. Und dann passt das. Wir können ja einfach mal so ein paar Kürbisse hier hinten dran setzen. So. Dann sieht es nicht ganz so unspektakulär aus. Zitrone passt eher nicht so. Hatten wir nicht noch einen Schnurrbart oder sowas? Nee, schade. Ja, das passt auch eher nicht so. So, machen wir hier nochmal ein bisschen Beleuchtung für Stimmung. Okay. So, dann probieren wir jetzt mal aus. Ja, mit dem paar Blöcken geht das eigentlich. Gut, dann einmal hier Blöcke ins Inventar rufen. Okay, ab und zu kriegt die Batterie ein bisschen Schaden. Geschwindigkeitsschaden. Aber gut. So, machen wir mal anders. Mir ist das doch sonst ein bisschen zu unheikel. Und der ist jetzt auch noch auf Warteposition. Oh oh. Du gibst jetzt mal deine Batterie dem hier. Dein Solargerät. Dann kann der hier wenigstens Energie tanken. Und dann ist er auch nicht ganz so angreifbar. Und dich setzen wir jetzt erstmal hier hin. So. Ansetzen. Fidisch. Ah ja, das wird langsam hier, ne? Auch unsere Basis ist auch relativ produktive. Also wir haben schon übelst viel Kohle. Und das wird auch noch mehr. Weil ich jetzt hier nochmal mehrere aufstelle. Oh, der steht gar nicht so gut. Sie müssen immer genau in dem Grün drinne stehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Spuckt ihr jetzt auch weit genug aus? Klappt das?
Oh, da hinten wird geschossen. Gucken wir uns nochmal ganz schnell an mit den Kleinen. Auf wen oder was wird da hinten geschossen? Oh, der hat die guten Blöcke. Gib die her. Gib die her. Jawohl. Der hat die guten leichten Blöcke. Damit können wir uns noch leichter machen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jawohl. Aber eigentlich auch cool gelöst, so wie ich das gerade bei denen gesehen habe. Ja, okay, jetzt wird da oben alles umgemäht. Wo war das? Das war ein Reifen. Und zwar hier hinten dran. Damit die Batterie nicht so einen Schaden kriegt. Ja, das läuft sogar ganz gut. So, den kleinen Reifen konnten wir auch gleich mitnehmen. Mal so ein Flitzer in fürs Abbauen oder so. Oder fürs einfach nur einsammeln. Oh, wir können so viele Flitzer bauen. Das wird hier langsam eine Armee an Flitzern. So. Ja, und das läuft hier richtig gut in der Fabrik. Zumal es wird immer mehr Geld. Ich glaube, ich sollte hier auch nochmal ein Silo einrichten oder so. Aber wir könnten ja nochmal... Oh, ich weiß, ich müsste eigentlich beenden. Aber wir können ja hier jetzt noch quasi ein bisschen mehr Schutz dran protecten. Sind das eigentlich zwei Blöcke nebeneinander? Nee, das sind keine zwei Blöcke. Aber egal, mache ich jetzt einfach mal. Noch ein bisschen mehr Protektung. Und hier einfach jetzt mal das Schild. Und damit es hier keine schiefe Zahl von Batterien mehr ist. Oh oh. Wieder zurück. Das war komplett verkehrt. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.